Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge der Turing-Karte. Wir machen heute weiter mit, erstmal machen wir jetzt eine Ladung zur PGH. Dann werden wir die Kühe kurz putzen und dann werden wir noch Futter kaufen für die Kühe. Nicht kaufen, aber von reinfahren. Vom unserem Lager, dass der Rest auch noch arbeiten werden kann, was am Stroh rumliegt. Ja, und dann schauen wir mal, was wir noch weiter verkaufen können. Ne? Also die Feldarbeit ist erledigt soweit. Das kommt mir im Frühjahr alles dran. So verkehrt gefahren. Beziehungsweise muss ein bisschen anpassen. Ja, dass ich hier kein Stroh, kein Stroh gibt, ist schlecht. Finde ich jedenfalls. Aber gut, was soll's. Gib mal Silage ab, die wir mit arbeiten kann über Nacht oder jetzt. Und ja, gut. Wenn wir die Kühe gleich Wasser geben, ne, fangen wir uns Wasser an. Ne. So, Wasser ist das kleine Problem. Ja, Stroh habe ich mir gegeben. Keine. Das Kuh. Ja, da sind ja hier Bullen mit Euter. Ne? Ups. Aber das mit einer Wasserpumpe finde ich perfekt. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, also auch die Standardstelle von Giants, tja, ich meine, ja, nichts für ungut, ne? Aber ich sag mal, jeder moderne Stall, also jeder, der hat heute den Wasseranschluss. Schon zu DDR-Zeiten hatten die Wasseranschluss gehabt. Ne? Allein, dass die Geräte gewaschen werden mussten und so, also ich meine, alles, Wasser zu, ne? Also das denke ich mal, sollte man auch schon mit rein zaubern, ganz voll, ne? Das sollte heutzutage grundsätzlich schon mit drin sein. Also Stahl mit Wasser anfängt. Dass wir dafür eine Gebühr bezahlen, Fixkosten, das sollte man einplanen. Und dann ist es gut. Also Wasser, genauso wie Strom, auch nicht mehr reden. Das haben wir alle. Letztendlich. So, ich hoffe, dass es leer wird. Ja, wird leer, dann fahren wir gleich los in Neu. So, machen wir die aus. Den fahren wir hoch. Die Arme, ne? Und günstig, ne? Ich finde ja das Fahrzeug immer frei, ne? Zum Füttern. Aber ist ja eigentlich anders geplant, ne? Dass man im Prinzip dann an dem Band vorbeifährt und dann in dem Bereich das Futter abgibt. Ne? Aber gut, das ist nicht verteilt, das ist auch okay. Bevor das eine Ecke so viel wird. Im 17er gab es mal so einen Futterroboter. Im 17er war es, glaube ich. Und die Zutaten halt hingefahren. Entsprechende Boxen abgekippt und dann habe ich die Roboter das alleine genommen, gemüht und dann entsprechend in regelmäßigen Abständen Stahl reingefahren. War nicht gut. Vor allen Dingen, ja, jetzt musst du allein machen, ne? Obwohl, ist ja auch kein Thema, ne?
Geräten hier. Fährst du einmal hin. Machst du stellst du hin und lässt ablaufen. Gut, hier Träger suchen, wenn man es nicht weiß, ist schwierig. Beim ersten Mal, ne? Habe ich auch graue Haare gekriegt, ne? Nicht angenehm. Wenn man sucht, wenn man weiß, oh, die Tiere brauchen Futter und du hast nichts, ne? Das ist schon ein Problem. Da habe ich wieder was. Wir sind rumgesaut. Aber der eine Stall macht Mist und der andere macht keinen Mist. Also das ist schon mal merkwürdig. Wenn er dann keinen Mist macht, ist gut. So. Und der Rest, alles Fisch. Dann ist er 7%. Ah, jetzt kommt eh noch was. Wir brauchen ein bisschen mehr. Das sollte aber reichen normalerweise. Ja. Schlaue Kuh, das Futter ist genau da, wo du stehst. Gut. Ja, sieht schon gut aus. Ja, schöne Schinken. Ja, guten Oberkörper. Gut gefüllten Rücken hier, so schön. Ne, keine Knochen zu sehen, so muss es sein. Na, 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 lass mir Ruhe. Fangen wir nicht an zu scheißen, ne? Das ist mir nicht so angenehm. So. Wasser läuft noch. Gut. Wasser haben wir genug. Futter haben wir genug. Fertig. Uhrzeit? 7. Guck mal leicht nach unsere. Da haben wir noch Getreide. Müssen wir ja noch ernten, ne? Apropos Maschinen. Ja. Fangen wir den Verkauf an, ne? Also, was verkaufen wir zuerst? Unsere Garage. Wir fangen an den Dreschern. Mit dem Drescher. Noch ein. Noch ein. Jetzt fällt mir gerade so ein, der Vollernte ist ein Mod. die Weine, den brauche ich noch. Den brauche ich auch noch. Den können wir verkaufen. Weil die werden ja im Wert nicht besser und nicht besser. Anhänger brauchen wir auch noch. Den können wir auch verkaufen. Den brauchen wir auch nicht behalten. Da können wir das Original nehmen, ist auch ein Mod. Die Geräte würde ich behalten. Flüge würde ich verzichten. Natürlich kann es sein, dass ich beim Löschen passiert, dass ich das übersehe und das dann drauf lasse, runternehme. So, bei den Sämaschinen muss ich jetzt aufpassen wegen Inhalt. Ob wir jetzt verzichten oder ob wir das die Arbeit machen und dann drin lassen. Ich glaube, ich verkaufe die, ist egal. Das macht hier mehr auch zu viel Arbeit. Oder? Auskippen. Entleeren. So, dann mal das schon loswerden. Haben wir gesagt, das machen wir doch gleich. Wenn die Schulden frei sind. Dann starten wir im Frühjahr oder wenn wir Maschinen brauchen, neu. So nach und nach dann kaufen und dann ist gut. Weil dann geht man irgendwann bei und muss dann vorm Spiel oder in der Vorbereitung die Mods dann löschen, die ich nicht brauche.
beziehungsweise den Mod-Ordner komplett entfernen. Aber ich muss das vorher absichern, ne? Jetzt haben wir es Folge Nummer 7. Oh, Kontostand. Leicht zucken Finger. So, Drescher sind weg. Und da wollte ich ja später mir diesen Gemisch kaufen. Und zwar erstmal original. Das Schneidwerk wollte ich lassen, weil einige haben im Prinzip zwar auch mit Rädern, aber nicht alle. Weil man kann es auch von der fremden Marke anklicken, das geht auch. Das geht im allermeisten Fall. So, schuldenfrei, denn das wollte ich hier die Geräte kaufen. Drescher. Ich hatte ja eine Mod gekauft, also Mod, also diesen hier. Und ich will jetzt anfangen, natürlich die großen. Also K2 zum Beispiel, der hat ja auch dann hier Neuronland. Die beide haben im Prinzip original Schneidwerke mit Band. Der hat keinen mit Band, mit Rädern, was ich weiß. Und der auch nicht. Das ist aber jetzt hier der einfache. Der große kommt eine von uns in Frage, der hat eigentlich im Prinzip auch nicht. Also diese beiden müsste man im Prinzip das Schneidwerk weiterhin nutzen. Ansonsten muss man sich das Schneidwerk von dem nehmen, 12,30 m. Und das macht sich im Verband ganz schlecht, wenn du jetzt unterschiedliche Breiten hast. Nur als Beispiel. So. LKW. Da gibt es ja auch verschiedene und ich würde mir ganz gerne ja erstmal auf die Mods verzichten, versuchen jedenfalls, und dann lieber so einen großen nehmen, ne? Also mit oder so einen großen. Einen von denen haben wir jetzt, glaube ich, sogar. Ich glaube, so ein Mann, und der hat 500 PS, das ist schon wenig, ne? Also und Anhänger genau gleich. Man muss immer sehen, was am besten geht, aber das kann man nicht verkaufen. So. So, wir wollten zum BGH. Zum BGH wollten wir. Da laufen wir hin. Und die anderen wollte ich noch leer machen, da sehen wir auch gleich. Einer am anderen. So Stück für Stück. Ein Rüsten im Prinzip. Habe ich jetzt nicht verkauft. Oder. Eigentlich nicht, ne? Ach, der steht noch da oben. Ich habe schon eben gedacht, oh, jetzt hast du Mist gebaut. Das wäre der Hammer, da steht er da vorne. Junge, so. Ich bin Kasche und Schreck. Ja, Ernte ist doch fertig und die Aussaat auch, da kann man verkaufen. Traktoren eigentlich auch. Die ganzen Gewichte dann entsprechend, aber dann entsprechend ja nicht suchen müssen, ne? Also müssen. Ja. Gewicht kostet die alle Welt dann. Oder wir stellen die separat irgendwo hin, also irgendwo hin in einer der Garage. Bald Mod entfernen, das kann ich jetzt im laufenden Spiel nicht, da muss man rausgehen und dann das Spiel beenden. So, da sind wir. Das sieht nicht gut aus. So sieht besser aus. So, ab zur. Ja, Kühe sind versorgt. Dann werden wir jetzt mal die Gerätschaften entleeren und dann später mit dem Radlader versuchen, hier reinzubringen, ne? Im Lager hier. Müsste eigentlich funktionieren, dass man die Paletten hier hinstellt und dann muss man sie aufnehmen. Müsste eigentlich. So. Und der hat ja was drin und Dünger und so. Das ist ja auch wert, ne? Also von Wert. Das können wir so nicht verschenken, ne? Das Entleeren müssen wir so, dass es quer steht. Das heißt, wir müssen quer ranfahren, dann werden die entsprechend auch quer entleert. Und zwar so.
Können wir die auch entsprechen? Wie sagt man das? Ja, gut. Und leer. Und leer. So, wo sind Radlader? Den kleinen. Versuchen wir da reinzuschieben. Ich check ja damit aus, dass er entleert wird. Das ist zwar keine Gabel, aber so eine Mistgabel. Der kriegt sich auch bewegt. Unser kleinen Kramer. So, ein war Dünger. Aber Dings. Sag schau mal. Mir kein Loch rein, ne? Ja, weil irgendwie Mods machen Ärger und das rauszufinden, welcher von denen Ärger macht, dann nehme ich von vornherein die alle raus, die ich grundsätzlich nicht brauche. Also, war hier? Wir suchen, wo das Ding ist, ne? Ansonsten hier immer hinstellen und lagern. Und wenn wir neue Geräte haben, entsprechend einführen. Das geht auch. Kann sein, dass vorne auch Dünger ist, das muss gleich testen. Das kann natürlich sein. Wenn da wo Dünger ist, kriegt man einen Sack drin, ne? Mal gucken, Dünger nehmen. Die blaue. Zwei Stück. Und das könnte locker sein, dass hier vorne der Trigger ist, der Dünger ist. Jetzt wurde das Dünger eingefüllt auf dem ersten Mal. Ah ja. Wie praktisch, ne? Ja, wie schön. Und dann wie Geisterhand die Dinger weg. Usch! Weg! Haben sie aufgelöst. Ich meine, sonst hätten wir viel, viel Müll, ne? Gut, dann kommt Food gleich im Trigger für Saatgut. Und im Grunde reicht es aus, wenn man die in Richtung schiebt, ne? Das reicht auch mal aus. Wenn die in dem Bereich sind, dann werden die oberen leer. Wenn Kalkas nicht hier, aber hier beim Saatgut wird es auch nicht. Ich habe nicht gewusst, wo was ist, ne? Denn ich kann mir ja nicht merken, ne? So was merke ich noch nicht. Jetzt kann es sein, dass ich öfter mal gesehen habe, dass ja, okay, jetzt weiß ich, was ist. Aber ansonsten. Ist ja auch nichts markiert, ne? Also man muss im Prinzip dann schon gucken, wie es den Boden abkippen. Ja, wenn dann jetzt ein markierter Bereich wäre, dann wäre es für jeden einfacher. Aber gut. Ja. Man kann, es muss nicht, sagen wir so. Ah, das ist ja bereits gar nicht mit Eisen drin. Wenn man es in Not würde, sich hier stehen lassen und dann nächstes Mal neuen
neuen Gerät dann entsprechend wieder aufladen. Die wollte ich auf Originalgeräte zurückgreifen, weil ich den Multipop nicht brauche. Also kann man den Mod auch sparen. Ne? Obwohl der Mod an sich fehlerfrei funktioniert. Gut, ein bisschen zu schnell in der Geschwindigkeit. Das stört mich persönlich. Ja, auf der einen Seite nicht eher real spielen und auf der anderen Seite dann doch so Art Cheaten, wenn man sagt, okay, wir fahren in höherer Geschwindigkeit und sehen aus oder wir flügen in höherer Geschwindigkeit, das ist ja schon eher Cheaten. Ne? Da kann ich mir auch Geld aufbringen. Ne? Wenn einer fragt, wieso ist das Saatgut jetzt so rötlich, ja, das ist, soll ich sagen, gebeizt. Gebeizt gegen, ja, gegen Pilze, gegen Unkraut, gegen Ungeziefer. Also im Grunde, wenn jetzt da Mäuse kommen und das wegfressen, die sterben dran. Das ist giftig. Man darf kein Futter den Tieren geben. Das ist gebeizt. Ich habe uns mal einen Fall, hat einer gemacht und da mussten die Eier vernichtet werden. Aber das Futter geht ja auch in das Futter rein. Wenn die Hühner nur ein bisschen kriegen, dann macht er das nichts. Ne? Aber wenn die zu viel von fressen, das wird gern. Und das ist cool. Gibt ja überall Big Bags, ne? Also auch in der Bauindustrie für Kleber, für alle möglichen Zeug haben wir gebraucht. Ne? So, jetzt haben wir Misch, einmal Dünger und Saatgut nochmal zweimal. Aber das sieht schon optisch schön aus, ne? Das kann man was nicht sagen, ne? Also ich freue mich schon drauf, wenn es eine neue LS-Version kommt, vielleicht in 2 Jahren. Mein Guter ist ja immer, ja, ich sag mal so rum. Es ist ja auch blöd, ne? Der Modder-Prinzip, der macht sich die Arbeit und kann erst im Grunde ein Jahr später liefern, weil das Modden dauert ja auch so eine Zeit. So wie beim Spielentwickeln brauchen sie auch fast 2 Jahre für. Und im Grunde fangen die ja mit an mit entwickeln, wenn theoretisch der Verkauf des einen schon beginnt, da sind schon dabei und planen schon den zweiten und zumindest in den Grundzügen haben die schon mindestens Ideen, ne? Sonst geht's ja nicht. Und so ist das für die jetzt Fahrzeuge kreieren oder Karten, auch blöd, weil die ja auch warten müssen, bis das entsprechend kommt. Bis sie die Daten haben, das machen zu können. So, die Führer, das soll es heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen und sag mal physisch auf. Ja, man sieht uns dann vielleicht wieder heute zur zweiten Folge. Tschüss.